Heute am 26. Mai 2024 bin ich im Botanischen Garten Kassel. Hier ist heute Pflanzenbörse. Gärtner aus allen Regionen mit großen und kleinen Ständen, Hobbygärtner, Profis, alle bieten hier ihre Produkte an. Es wird bestimmt eine gelungene Veranstaltung. Ich bin ein bisschen früher gekommen und bummel schon mal durch die Anlage. Ich schaue mich einmal um und gucke, wer alles so da ist. In diesen schönen, gepflegten Gebäuden hat das Schulbiologiezentrum Kassel, das Stadtgartenamt und andere Institutionen ihre Bleibe gefunden. Jetzt kommt das Schlösschen vom Park Schönfeld ins Blick. Park Schönfeld hat seinen Namen nach einem Herrn Schönfeld. Für den wurde dieses Haus 1777 erbaut. Jetzt geht's los. Jetzt gehe ich in den Botanischen Garten und gucke mal, wer alles so als Aussteller da ist und wie weit die Kollegen sind. Überall wird gewerkelt, überall wird aufgebaut. Engagierte Helfer überall. Der ein oder andere Helfer verspürt noch nicht die rechte Lust zum Mitmachen. Hier wird der Stand der Firma Samenrode aufgebaut. Die alteingesessene Kasseler Firma präsentiert hier umfangreiches Sortiment. Gucken Sie mal, wie liebevoll die Stände gestaltet sind. In Erinnerung. Ja, auf welcher und unter welchem Hier ein Stand mit einem besonders spannenden Sortiment. Und hier haben wir eine ganz besondere Rarität. Insektenfangende Pflanzen. Sehr schön. Die Fliegenfallen. Ich glaube, die sind am beliebtesten bei den Kunden oder am bekanntesten, ne? Ja, so weitestgehend. Damit fangen die meisten Leute mal an. Ja. Ich habe damals auch meine erste im Baumarkt gekauft und natürlich direkt umgebracht. Ja. Und dann beginnt man sich einzulesen und dann ist man so fasziniert, dass aus einer zwei werden und aus zwei werden vier und irgendwann hat man ein ganzes Gewächshaus voll. Irgendwann ist man Sammler. Ja, prima. Jetzt werfe ich einen Blick in den neu gestalteten Rosengarten. Er ist nach Plänen von 1955 wieder neu aufgebaut. Der Botanische Garten bzw. der Freundeskreis Botanischer Garten engagiert sich wirklich sehr für diese Einrichtung. Hier eine schöne ungefüllte Rose der Firma Rosenzunde. Der Rosenmonat Juni steht vor der Tür und die Rosen zeigen schon ihre ganze Pracht. Der Rosenmonat, ja. Rosen- und Pflanzenfreunde werden bei Rosenzundel immer fündig. Hier ein umfangreiches Sortiment an Blütenstauden. Toll ist das Angebot. Miniaturgeranien, Pflanzenraritäten, Seltenheiten. Hier wird alles geboten. Wissen Sie was, dann gebe ich Ihnen was, dann kriegen Sie schon mal was.
Und wieder ein Stand mit Stauden. Gartenstauden sind bei uns leider in den Gärten oft unterrepräsentiert. Dabei erfüllen sie ihren gestalterischen Zweck sofort oder recht schnell, wenn man bei Bäumen und Sträuchern noch lange warten muss, bis sie den gewünschten Effekt erbringen. Für unsere Insektenwelt sind Stauden ebenfalls unverzichtbar. Hier präsentiert sich der Geonaturpark Frau Holleland. Der Werra-Meißner-Kreis Kaufunger Wald ist wirklich eine erlebenswerte Region. Besuchen Sie sie einfach mal. Mit so einem Kilo kann man schon 20 so Mädchen gut versorgen. Wer ein Sortiment an Beet- und Balkonpflanzen der Firma Reichel aus Duderstadt. Beet- und Balkonpflanzen in guter Qualität zu moderaten Preisen kann man hier erwerben. Erfreulich groß ist das Angebot an Gartenstauden. Und die oberen lasse ich stehen. Auch engagierte Hobby-Tomatenzüchter sind hier vertreten. Und dann kann ich ihn besser abstützen. Den ist doch wirklich, der ist doch wirklich hübsch. Richtig liebevoll gestaltet, schön. Ich nehme mal da unten das Zeug weg. Das Honig, Keramik, schier unübersehbar ist die Fülle der angebotenen Produkte. Hier nochmal Stauden aus einer Hobbyzucht. Wer Raritäten sucht, ist mit der Firma Hertel aus Liebenstein wirklich gut bedient. Ursprünglich auf Orchideen spezialisiert, bietet er jetzt eine reiche Fülle an ausgefallenen und seltenen Pflanzen. Wie hier die Schopfteufelskralle. Und weiter ins Bild kommen einige Orchideen aus dem umfangreichen Orchideensortiment der Firma. Ja. In dieser Schaubäckerei wird natürlich auch an das leibliche Wohl gedacht. Jetzt kommen wir zum Stand vom Schulbiologiezentrum Kassel. Der Stand hat mich wirklich sehr beeindruckt. So engagierte Mitarbeiter und so eine tolle Einrichtung. Über sowas kann sich jede Gemeinde und Kommune wirklich nur freuen. Absolut klasse. Das sind jetzt Raupen, die an Futterpflanzen gebunden sind. Genau, das in dem Fall ist das kleine Nachtfaunauge. Und diese Raupen in der Dose, die sind auf Apfel geprägt. Wir haben aber auch Geschwister sozusagen. Die sind in dem Fall auf Weide. Und das ist tatsächlich eine Weide, auch wenn die nicht so typisch dünne Blätter hat. Ist die Prägung genetisch festgelegt oder werden die Gene darauf geprägt, wo die Eier liegen? Nein, die Prägung erfolgt in den ersten Lebenstagen und Wochen dieser Raupen. Und wenn ich die auf eine andere Pflanze setze, die auch zu ihrem Spektrum gehört, dann würde sie sich darauf prägen, also Erfahrung. Ah, prima. Aber wenn sie schon hier sind, können sie da mal in den Kasten filmen, weil wir haben nämlich noch Nachzügler des Falterschlupfs und dort ist das kleine Nachtfaunauge in zwei Geschlechtern zu erkennen. Prima. Ja. So, jetzt sehe ich auch, was wir noch nicht haben. Nee. Da ist der fertige, so. Fertige Falter. Das ist Männchen und Weibchen, beides. Das sind beides Männchen, Weibchen haben wir aber auch hier. Das sind beides Männchen. Thank you.
Männchen. Hier, guck mal, ich habe die Schilder jetzt mal laminiert. Die sind ja wirklich wunderhübsch. Ich kann ihn auch einen Baum setzen. Das ist ein bisschen schöner. Das habe ich ja da. Guck mal, etwas natürlich. Hier liegen die aus, aber wir wissen immer nicht von einem Blick, wo was ist. Hier sehen Sie, die Flügel werden gerade ausgefaltet. Die Pumpe wird mit Luft vollgepumpt und dann getrocknet. Nein, nicht mit Luft. Nicht mit Luft. Das geht mit der Körperflüssigkeit. Ach so. Dann kriegt man sowas schon mal zu sehen. Ja. Unglaublich. Normalerweise passiert das ja in ein paar Metern Höhe in den Bäumen. Da kommt man dann sowieso nicht dran. Sich jetzt so ein bisschen schiebt sich langsam raus. Und wenn dann die Beine rauskommen, dann wird mit den Beinen nachgeholfen und gezogen. Ja. So, ich mache erstmal Raupen richtig. Ihr wollt Raupen rein? Ja, rein. Darauf ist das Wasser runtergekommen und ich stand an der Wasser. Alles klar. Alles klar. Pass auf, wir haben Apfel und Weide. Ich weiß, ich brauche siebenmal, ich habe immer so Fünferpackungen mir gedacht. Ja, siebenmal. Ich mache die alle in eine. Ja, also 35 grob Weide und ungefähr 10 Apfel. Ja, ich muss mir mal. Ja, ja. Jetzt nochmal ein Blick auf eine sommerblühende Azalee. Sieht mir aus wie eine pontische Azalee. Ich mag diese sommerblühenden Formen und oft duften sie auch schön. Ja, wir haben schon eine Gabel als Löffel umfunktioniert. Also, die Verkaufszeit hat begonnen, immer mehr Besucher strömen auf das Gelände. Man hört es an der Geräuschkulisse. Groß ist die Auswahl bei diesem Biolandbetrieb. Und hier an der Litschi-Tomate kann man gut die Verwandtschaft zur Kartoffel erkennen. Auch kleine Anbieter bekommen hier ihre Möglichkeit, sich zu repräsentieren. Und hier der Stand des Freundeskreises Botanischer Garten Kassel. Durch Ihre engagierte Mitarbeit gibt es diese Einrichtung eigentlich erst. Schönen Dank dafür. Der Botanische Garten ist wirklich gut besucht. Musikdarbietung unterhalten die zahlreichen Gäste. Und hier ein schön blühender Hartriegel. Jetzt lasse ich den Blick noch einmal durch den Park schweifen. Ein YouTube-Kanal. Viele liebevolle Details gibt es hier zu entdecken. Thank you.
Es wird wirklich für jeden Gartenfreund etwas geboten. Ja, ich glaube, ich bin am Zugang. Ich glaube, das ist mal ein bisschen zu Nochmal ein Blick in die weitläufige Anlage. Ist immer ein Besuch wert. Abseits des Trubels tun die Hummeln ihre Pflicht. Hier nochmal einige Details von einem Stand, der Bienenprodukte verkauft. Hallo. Blütezeitraum. Genau. Ja. Genau. Oder Zeitraum. Königin 4-5 Jahre. Ja, ja, den Artikel habe ich auch gelesen. Das war ein paar Zeit. Wer ein bisschen Ruhe vom Trubel braucht, geht einfach mal in den Magdalena-Bad. Immer wieder muss ich Stauden filmen. Es sind aber auch wirklich tolle Motive. Die Veranstaltung ist wirklich gut besucht. Und ich glaube, auch alle Besucher und auch die Aussteller genießen den Tag. Tun, als würde ich dir was anbieten. Dankeschön, Wildschweinwurst, wie es aussieht. Nee, lecker Knacker vom Lamm. Knacker vom Land, prima. Wir unterstützen doch die Schäferei. Ja, klar. Für viel Aufmerksamkeit haben die Teichfrösche gesorgt. Es sind aber auch wirklich hübsche Tiere. Auch wenn sie ein bisschen laut quaken. Diese Musiker sorgen für richtiges Gartenfeuer. Reich geht die Preisverleihung Kasseler Gartenvielfalt vonstatten. Diese Verleihung filme ich nicht, es sind einfach viel zu viele Menschen da.
Die Aktion Kasseler Gartenvielfalt ist absolut lobenswert. Hier werden Gärten prämiert und Menschen ausgezeichnet, die sich für naturnahe Gärten im Privaten oder auch für naturnahes Gestalten in der Stadt wirklich einsetzen. Eine lobenswerte Einrichtung, weiter so. Nun beende ich meinen Rundgang. Es hat sich wirklich gelohnt. Eine tolle Ausstellung, eine gelungene Veranstaltung, ein riesiges Angebot. Kommen Sie im Herbst wieder. Ich tue es auf alle Fälle.